Und heute darf ich als Vortragenden Yannick Meisinger begrüßen. Hallo Yannick. Hallo. Kurz zur Person. Yannick Meisinger studiert in Graz Biomedical Engineering und im Nebenstudium Elektrotechnik. Er ist aktiv in der KJÖ und im KSV Graz, wo er auch für Schulungen zuständig ist. Eine ausführliche und mit spannenden Beispielen aus der Geschichte der Naturwissenschaften angereicherte Einführung in den Materialismus von ihm ist beispielsweise auf dem YouTube-Kanal der KJÖ nachzuhören. Der entsprechende Link ist in unserem Warteraum zu finden. Der heutige Vortrag trägt den Titel Dialektik der Natur, Entwicklung auf kleinster Ebene der Materie. Laut Friedrich Engels ist die dialektische Methode nur Reflex der dialektischen Vorgänge, die sich in der Natur vollziehen. In seinem nicht vollendeten Werk Dialektik der Natur versucht er diese Vorgänge zu systematisieren und Zusammenhänge zu der subjektiven Dialektik von Hegel und Marx zu finden. Jedoch ist dieser Versuch wegen mangelnden naturwissenschaftlichen Erkenntnisstand im 19. Jahrhundert nur ein teilweiser Erfolg. Mit einem Verständnis der Grundlagen der Thermodynamik ist es nun aber möglich, nicht nur die Gesetze, sondern auch die Ursachen der Entwicklung der Natur, des Lebens und der Gesellschaft zu beschreiben. Warum die Weiterentwicklung der Produktivkräfte eine physikalische Notwendigkeit ist, soll in diesem Vortrag erklärt werden. Und damit würde ich direkt an dich übergeben, Yannick, und euch wünsche ich viel Vergnügen beim Zuhören. Bitte auch in den Stream reingehen, weil es gibt eine Präsentation. Okay, dann sage ich vielen Dank für diese hervorragende Einleitung. Bevor wir anfangen, möchte ich noch den Inhalt eigentlich ein bisschen spoilern, um den es heute gehen wird. Also der Untertitel Entwicklung auf kleinster Ebene der Materie verrät vielleicht eh schon ein bisschen. In der Einleitung ist es schon vorgekommen, wir werden heute über Thermodynamik sprechen, zu einem sehr großen Teil. Und weil bei der Thermodynamik, besonders für Leute, die das in ihrer Ausbildung nicht genossen haben, der Begriff der Entropie immer relativ schwierig ist und auch eigentlich für Leute, denen, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen, das immer eine Herausforderung ist, sie mit dem was anfangen zu können, wird ein großer Teil eigentlich des Vortrags von der Zeit her nur dafür verwendet, um den Begriff der Entropie ein bisschen näher zu bringen. Meines Erachtens notwendig, um den Rest des Vortrags irgendwie zu verstehen. An dem Punkt auch noch kurz möchte ich erwähnen, inspiriert worden bin ich für den Vortrag von einem gewissen Paul Cockshott, einem schottischen Informatiker und Sozialisten, der sich in seiner wissenschaftlichen Karriere unter anderem auch mit dem Zusammenhang zwischen Materialismus und Informatik beschäftigt hat. Bekannt ist er in der linken Szene deshalb, weil er in die 90er Jahre ein Buch herausgebracht hat, was die Möglichkeit einer von Planwirtschaft gestörten sozialistischen Gesellschaft näher bringen soll. Der hat auf seinem YouTube-Kanal auch einen, ja, ich glaube, 10-minütigen Vortrag, an dem ich mich ein bisschen orientiert habe, teilweise. Es wird aber auch in einigen Teilen darüber hinausgehen. Nur einmal der Zweck von dem Vortrag an sich. Er soll natürlich über die Zusammenhänge in der Natur Aufschluss geben, aber dadurch, dass die Dialektik ja an sich für einige Herausforderung ist, dahinter zu kommen, was los ist, finde ich auch das ganz hilfreich, wenn man sich anschaut, wie Dialektik in der Natur funktioniert, um davon abzuleiten, ein Verständnis für dialektische Begriffsentwicklung, wie sie in den Werken von Marx, Engels und Hans-Heinz Holz, wie schon erwähnt, vorkommen. So, zum Titel, Dialektik der Natur. Manche von euch werden das Werk vielleicht kennen. Von Friedrich Engels verfasst, mit dem Zweck zu erläutern, was seine große These war zu der Zeit, nämlich die Dialektik, wie sie eben bei Marx und Engels zu der Zeit sehr prominent vorgekommen ist, ist nicht irgendwie eine Wissenschaft, die von sich aus der Philosophie herausgeht, sondern wie alles, wenn man ein materialistisches Weltbild verfolgt, kommen sie ursprünglich aus der Natur. Also die These war, die subjektive Dialektik, also wie sie die dialektische Methode ist, oder jede Form von Dialektik, wie sie im Kopf stattfindet,
ist Reflex der objektiven Dialektik, wie sie in der Natur stattfindet. Man kennt das vielleicht irgendwie aus Diskussionen mit Mathematiker. Das ist die gleiche Frage, ist die Mathematik nur aus dem Kopf oder kommen sie aus der Natur? Also manche beschäftigen sich dann damit, ob Zahlen echt sind oder nur im Kopf vorhanden sind. Die These, wenn man ein materialistisches Weltbild verfolgt, ist natürlich, alles hat einen Ursprung in der Materie. Also das Experiment war dann, man versucht alle möglichen Zusammenhänge in der Natur auf Basis einer dialektischen Entwicklung zu erklären. Engels hat ja auch zu dieser Zeit sehr kritisiert an der Naturwissenschaft, wie wenig philosophisch die Herangehensweise war. Seiner Meinung nach wäre viel mehr weitergegangen, wenn man auch in der Naturwissenschaft, in der Physik, sich auf die Philosophie berufen hätte. Sehr bekannt ist das Zitat, ich werde das jetzt einfach kurz vorlesen. Das ist auch aus dem MEW Band 20, also wo das Dialektik der Natur veröffentlicht war, allerdings in einem Werk davor, nämlich im Anti-Düring. Zitat: Die Naturforscher glauben sich von der Philosophie zu befreien, indem sie ignorieren oder über sie schimpfen. Da sie aber ohne Denken nicht vorankommen und zum Denken Denkbestimmungen nötig haben, diese Kategorien aber unbesehen aus dem von den Resten längst vergangener Philosophien beherrschten gemeinten Bewusstseins der sogenannten Gebildeten oder aus dem bisschen auf der Universität zwangsmäßig gehörter Philosophie oder aus unkritischer und unsystematischer Lektüre philosophischer Schriftsteller aller Art nehmen, so stehen sie nicht minder in der Knechtschaft der Philosophie, meistens aber leider der schlechtesten. Und die, die am meisten auf die Philosophie schimpfen, sind Sklaven gerade der schlechtesten vulgarisierten Reste der schlechtesten Philosophie. Ja, also die Herangehensweise von Engels in dem Werk habe ich also ein bisschen erklärt. Jedoch aufgrund dessen, dass der Wissensstand besonders eben über die Physik und die physikalischen Sparten, über die wir heute ein bisschen reden werden, sind so der Zeit, wo das Buch verfasst worden ist, noch, also 19. Jahrhundert, nur sehr wenig erforscht gewesen. Wie vorher schon angekündigt, die Thermodynamik wird ein großes Element sein heute. Die ist zur Zeit Engels doch schon bekannt gewesen, allerdings erst seit ein paar Jahren und eigentlich auch nur im akademischen Kontext. Und wie es halt damals so war, kein Internet, ist es eigentlich zum Engels zu dem Zeitpunkt noch gar nicht durchgedrungen. Geschweige denn verstanden hat es auch noch keiner. Also selbst wenn er darüber Bescheid gewusst hätte, wäre er höchstwahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, das richtig zu interpretieren. Ja, wir werden uns die nächsten paar Folien noch ein bisschen an das halten, was der Engels geschrieben hat und dann natürlich abweichen, weil wir uns halt in Sphären bewegen, über die der Engels noch nicht Bescheid gewusst hat. So, zuerst jetzt unter dem Untertitel Gerecht zu werden, Entwicklung auf kleinster Ebene der Materie, müssen wir uns einmal die kleinste Ebene der Materie überhaupt anschauen. Und das ist vielleicht noch relativ bekannt. Wir haben da das Standardmodell. Da sind alle Partikel, alle Elementarpartikel, also die, die man eigentlich nicht mehr aufteilen kann, in andere vertreten. Da sind eh schon einige sehr bekannte Namen dabei. Das Elektron wird man vielleicht kennen, vom Photon hat man vielleicht auch schon mal was gehört. Viele von den anderen sind uns besonders heute nicht so wichtig. Manche spielen auch in der Realität keine Rolle, weil sie nicht nur zu kurz vorhanden sein können, bis sie es wieder auflösen, um irgendwas zu bewirken. Weiter haben wir zwischen den Elementarteilchen Wechselwirkungen und da haben wir vier Elementarwechselwirkungen. Das sind vier Kräfte im Wesentlichen, also unter Kraft kann man sich vielleicht noch was Besseres vorstellen wie unter Wechselwirkung. Die Gravitation ist wahrscheinlich nur an jeden irgendwie bekannt. Das ist eine Wirkung zwischen allen Sachen, die Masse haben und die Partikel, die Masse haben, ziehen sie gegenseitig an. Das nächste ist die elektromagnetische Kraft, vielleicht hat man das auch schon mal gehört. Die kann sowohl anziehen als auch abstoßen. Und ist auch für alle Sachen, die sie irgendwie abstoßen, jede abstoßende Kraft, kommt eigentlich fast aus der elektromagnetischen Kraft. Dann haben wir noch zwei andere Kandidaten, nämlich die schwache Kraft und die starke Kraft. Also
die spielen beide eigentlich sehr wenig Rolle in der Natur, wie man sie mit freiem Auge beobachten kann. Beispiele später auch noch dazu, die schwache Kraft haben innerhalb vom Atomkern und die starke braucht man eigentlich nur bei Atom, also bei Spaltungen oder Kernprozessen, wie sie halt in der Natur eigentlich eher relativ seltener vorkommen. Also zu den Partikeln nochmal, wir werden uns heute mit einer sehr vereinfachten Palette von denen kurz beschäftigen, um das ein bisschen klarzustellen, wie aus so einfache Elemente in Kombination mit die Kräfte, die wir aufgestellt haben, schon komplexere Gegenstände entstehen können. Für den Anfang aber ist klar, es existiert nur Anziehung und Abstoßung. Wir haben Kräfte, die sowohl eben in die eine als auch in die andere Richtung wirken können, aber eine richtige Bewegung haben wir noch nicht. So was Ähnliches, natürlich hat er die Elementarteilchen nicht alle gekannt, hat der Engels auch in seinem Werk über die Dialektik der Natur geschrieben. Ich werde das jetzt auch nochmal kurz vorlesen. Das ist Seite 510 im MEW 20 Band. Attraktion und Gravitation nennt das. Die ganze Gravitationslehre beruht darauf, zu sagen, die Attraktion ist das Wesen der Materie. Dies ist notwendig falsch. Wo Attraktion, muss sie durch Repulsion ergänzt werden. Und in der Tat drängt sich die Notwendigkeit mehr und mehr auf, dass die Zerstreuung der Materie eine Grenze hat, wo Attraktion in Repulsion umschlägt und umgekehrt die Verdichtung der repulsierten Materie eine Grenze, wo sie Attraktion wird. Also man hört schon aus, er versucht das Ganze auch immer in die Sprache zu verpacken, in der die Dialektik zu der Zeit halt immer verpackt war. Wir werden uns heute teilweise schon ein bisschen von der Sprache, von dieser Begriffsentwicklung ein wenig entfernen, weil man irgendwann einfach Punkte erreicht, wo das nicht mehr hilfreich ist. Die Natur arbeitet nicht mit Begriffen, die Begriffe entstehen erst im Kopf. So, und wie man jetzt aus diesen sehr einfachen Zusammenhängen zwischen Anziehung und Abstoßung schon auf komplexere Zusammenhänge kommen, dazu jetzt ein kurzes Beispiel. Hier sehen wir eine systematische Aufzeichnung eines Heliumatoms. Helium, das ist das zweite Element im Periodensystem, hat die Ordnungszahl 2 dementsprechend und besteht, wie wir sehen, da aus einigen Teilchen. Also wir haben vorher in der Grafik schon einige gesehen, also Up- und Down-Quarks haben wir da, die gemeinsam Neutronen und Protonen erzeugen. Die Protonen haben dabei eine positive Ladung, also die können sich elektromagnetisch anziehen und abstoßen. Und die Neutronen sind neutral. Zwischen den einzelnen Quarks, also Up- und Down-Quark, haben wir das Gluon. Das ist ein Elementarteilchen, was wir auch auf der vorigen Folie schon gesehen haben, das nur für die Wechselwirkung gut ist. Zwischen Partikeln, die eine Ladung haben, haben wir ein Photon. Das ist ein Gamma, das schaut aus wie Y, aber eigentlich wäre das ein Gamma. Und da heraus haben wir noch das Elektron, das auch in Wechselwirkung mit dem Proton ist über die Anziehung, weil das eine positiv und das andere negativ geladen ist. Also das nur als Beispiel, so ein bisschen aus so einfache Dinge können schon sehr komplexe Objekte entstehen. Wir haben da eigentlich alle elementare Kräfte dann schon fast vertreten. Die Gravitation ist sowieso überall. Die Gluon-Interaktion haben wir da und die Photon-Interaktion auch. So, aber wo ist da jetzt die Dialektik? Können wir da jetzt schon was verorten? Also der Engels schreibt weiter dann über Bewegung und Gleichgewicht. Wenn wir jetzt über das Heliumatom reden, haben wir, wenn wir genug Heliumatome haben, irgendwann den Punkt erreicht. Also manche kennen das Konzept vielleicht schon von dem Übergang von Quantität in eine neue Qualität. Irgendwann, wenn wir genug Helium und vielleicht auch Wasserstoffatome auf einen Haufen schmeißen, ist die Anziehungskraft der Gravitation so stark, dass sich noch weiter komplexere Objekte bilden. Also wir haben da schon die Grafik von einem Stern, in dem Fall ist das unsere Sonne. Und da haben wir dann neue Zusammenhänge, also der Engels schreibt wieder in einem
dialektischen Beispiel. Also wir haben da auf einer Seite die Bewegungen und auf der anderen Seite das Gleichgewicht, die im ständigen Austausch sind. Also was vorher nur anziehende und abstoßende Kräfte waren, erzeugt jetzt Bewegung. Haben wir einen neuen Begriff. Und was wir auch haben, zusätzlich, also zu dem Heliumatom, was wir schon gesehen haben, was zusammengesetzt ist aus kleineren Teilchen, entstehen da auch weitere Kombinationen zwischen Atome, die dann nochmal komplexere Zusammenhänge sind. Dazu jetzt nur das Engels-Zitat von Bewegung und Gleichgewicht. Das wird das letzte Engels-Zitat sein, weil weiter wird es dann schwierig mit dem wissenschaftlichen Verständnis noch zu arbeiten. Aber man sieht in dem Zitat vielleicht auch schon, dass das nur begrenzt hilfreich sein kann. Das Gleichgewicht untrennbar von der Bewegung. In der Bewegung der Weltkörper ist Bewegung im Gleichgewicht und Gleichgewicht in der Bewegung. Aber alle speziell relative Bewegung, das heißt hier alle Einzelbewegungen einzelner Körper auf einem sich bewegenden Weltkörper, ist Streben nach Herstellung der relativen Ruhe, des Gleichgewichts. Ja, also richtig was dazugelernt haben wir da vielleicht noch nicht. Es ist, wie gesagt, wieder eine dialektische Sprache. Er sucht nach dem Widerspruch und er sucht nach dem Abtausch zweier Elemente, die sich gegenseitig austauschen. Ob uns das jetzt eine große wissenschaftliche Erkenntnis gibt, das gilt zu hinterfragen. Okay, jetzt bleiben wir noch ein bisschen in dem Bereich von Begriffsentwicklung und wir schauen uns jetzt mal an, nur als Beispiel, ein Pendel. Das ist jetzt nur ein abstraktes Pendel. Wir sehen ab von den Teilchen, aus denen das Pendel besteht. Wir arbeiten nur mit dem abstrakten mathematischen Modell. Und das dient dazu, um uns einmal vor Augen zu führen, was ist überhaupt ein mechanisches System. Weil mit mechanischen Systemen werden wir den Rest des Abends verbringen. Also das Pendel, das ist an jedem bekannt, wie sich das bewegt. Und das Pendel hat verschiedene... Okay, kann sich da bitte wer muten im Discord? Wir haben da ein bisschen Hintergrundgeräusche. Danke. Und in dem Pendel haben wir auch schon wieder einen Widerspruch, wenn man ihn sucht, findet man immer eine Wechselwirkung zwischen Impuls und Auslenkung. Wenn man sich die Bewegung eines Pendels anschaut, wird einem das vielleicht sogar von selbst klar. Nämlich Austausch zwischen Impuls und Auslenkung. Also vielleicht dazu nur erläutert, eine Auslenkung ist, wenn das Pendel weit aus seinem Equilibriumszustand in der Mitte ausgelenkt ist, also einen Ortswechsel vollzogen hat. Und umso weiter außen es ist, umso weniger Impuls hat es. Impuls ist das Produkt aus Masse mal Geschwindigkeit, also im Wesentlichen interessiert uns nur die Geschwindigkeit des Pendels. Und da sehen wir zwei Begriffe, halt Geschwindigkeit und Auslenkung dann, die sich ständig austauschen. Wir haben die Auslenkung, die am Rand am höchsten ist, und genau an dem Punkt ist aber die Geschwindigkeit am geringsten. Und dann, wenn das Pendel wieder zurück sich bewegt in die Mitte, wird die Auslenkung weniger, aber der Impuls wird immer mehr, bis an den Punkt, wo das Pendel direkt nach unten zeigt, die Auslenkung null ist und der Impuls sein Maximum erreicht hat. Also wenn man jetzt die dialektische Begriffsentwicklung wieder sucht, dann haben wir da eben aus diesen zwei Elemente, aus Impuls und Auslenkung, eine Bewegung. In diesem Fall eine schwingende Bewegung, die sich weiter fortsetzt. Ja, es ist halt eigentlich noch immer zu simpel. Eine richtige Entwicklung können wir noch nicht aufdecken. Dazu ist in dem Pendel einfach zu wenig los. Wenn wir uns ein System anschauen, ist eine relativ interessante Perspektive auf das System immer der sogenannte Phasenraum. Der Phasenraum für ein Pendel schaut zum Beispiel so aus. Wieder da der Zusammenhang zwischen Impuls und Auslenkung. Ich werde auf den Phasenraum jetzt nicht näher eingehen, aber ich werde noch dazu erwähnen, warum der Phasenraum eines Pendels so simpel ist. Also der Phasenraum eines Pendels hat bei begrenzter Energie auch ein begrenztes Volumen, nennt man das oft. In dem Fall ist das Volumen halt nur zweidimensional, also eigentlich eine Fläche. Und wenn ich mir das Bild anschaue, dann habe ich eigentlich schon alles, was das Pendel machen kann.
Also jede Bewegung, jeden Zustand, die das System haben kann, ist in der Grafik schon fast abgebildet. Die kann natürlich den Impuls noch weiter erhöhen. Also irgendwann schwingt das Pendel dann nicht mehr, sondern hat schon so viel Energie, dass es einen Überschlag macht und eigentlich nur mehr rotiert. Das streckt sich nach oben und nach unten hin unendlich weiter, aber ist eigentlich auch nichts Neues mehr. Also wir haben schon gesagt, so simpel, wir brauchen, um den Phasenraum zu erweitern, wir brauchen mehr Freiheitsgrade, nennt man das. Ein Freiheitsgrad ist halt eine Bahn, auf dem sich irgendein Körper bewegen kann. Und pro Freiheitsgrad kriegen wir zwei Dimensionen in unserem Phasenraum dazu. Das macht jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber wir werden da jetzt gleich noch ein Beispiel sehen. Weiterer Zusammenhang, recht interessant, wenn wir jetzt die Dialektik zwischen Impuls und Auslenkung noch weiter bearbeiten wollen. Da unten die Formel, und Formel werden wir heute noch einige sehen, haben wir die Heisenbergsche Unschärferelation, die aussagt, dass wir den Ort, also das Delta X, das ist sozusagen die Auslenkung, und das Delta P ist die Impulsänderung, also Delta ist immer eine Änderung, D wie Differenz. Das Produkt aus diesen zwei kann eine bestimmte Grenze nicht unterschreiten, nämlich das Planck'sche Wirkungsquantum. Auch da sehen wir wieder einen Austausch zwischen Impuls und Auslenkung. Und wir können, wenn wir jetzt die Position eines Partikels messen wollen, können wir die Position nicht beliebig genau bestimmen. Und umso genauer wir die Position bestimmen, umso ungenauer können wir nur den Impuls bestimmen. Auch hier wieder ein Abtausch zwischen zwei Größen. So, wie können wir das System jetzt aber noch komplexer gestalten, um endlich auf unsere wirklich dialektische Entwicklung zu kommen? Also um das Pendel irgendwie mehr Freiheitsgrade und um dem mehr Freiheitsgrade zu verschaffen, ist es notwendig, ihn aus seiner Einschränkung zu befreien. Also sehr einfache Möglichkeit wäre einfach, einen Faden abzuschneiden. Plötzlich hat die Kugel, die an dem Pendel dranhängt, viel mehr Bewegungsfreiheit. Und irgendwann, wenn wir die Komplexität des Systems genug erhöhen, dann werden wir auch eine Änderung in dem Verhalten des Systems feststellen können. Also ein System mit sehr vielen Freiheitsgraden ist jetzt die Frage, ab wann ist es sehr viel? Auch das wieder sehr bekannt, Übergang zwischen Quantität und Qualität. Ab einem gewissen Punkt nehmen solche Verhaltensweisen einfach überhand, die wir jetzt noch besprechen werden. In der Grafik auch zu sehen, die Freiheitsgrade, die dann die freigeschnittene Kugel von dem Pendel hätte. Also sie kann sich jetzt nicht nur in die drei Raumrichtungen bewegen, wie man da durch die drei farbigen Pfeile sieht, sondern drei gebogene Pfeile haben wir auch noch. Das heißt, das hat noch eine Rotation und die kann sie auch in drei Raumrichtungen haben. Das bedeutet, die Kugel hat jetzt, oder das Partikel hat jetzt schon sechs Freiheitsgrade. Das bedeutet, der Phasenraum ist jetzt schon zwölfdimensional. Jetzt haben wir schon einiges mehr am Raum, in dem wir uns bewegen können. Irgendwann, wenn wir dann noch zusätzliche Kugeln dazu tun, erreichen wir einen Punkt, also wir haben jetzt sehr viele von diesen abgeschnittenen Pendelkugeln, sagen wir, erreichen wir einen Punkt, wo wir zwischen verschiedenen Kugeln nicht mehr unterscheiden können. Zu dem Zeitpunkt kann das System nicht mehr präzise beschrieben werden. Präzise heißt, ich habe eine Beschreibung, also ich weiß genau, wo sich jede einzelne Kugel befindet und ich weiß, was für eine Art von Kugel das ist. Dadurch, dass unsere Partikel aber jetzt alle identisch sein sollen, ist das irgendwann nicht mehr möglich. Und dann trennt man zwischen den makroskopischen und den mikroskopischen Zuständen. Ein makroskopischer Zustand ist einer, der von der Wirkung nach außen hin und auch wenn man mit dem freien Auge drauf schaut, identisch ist, auch wenn die mikroskopischen Zustände verschiedene sind. Also man kann sich das vorstellen, ich habe da eine Grafik, einen Würfel und der Würfel ist jetzt gefüllt mit Gas, sagen wir. Und natürlich, das Gas besteht aus einzelnen Partikeln und egal eigentlich, die Partikel da drinnen bewegen sich. Aber nach außen hin schaut das Ganze relativ gleich aus. Also da ändert sich eigentlich nichts. Obwohl der wirkliche mikroskopische Zustand sich ständig am Ändern ist, weil die Partikel hin und her hüpfen, sich gegenseitig anstoßen, von der Wand abprallen,
ist nach außen hin der Zustand, der makroskopische Zustand, identisch. Zum Beispiel eben, wenn wir messen wollen, was ist der Druck, der Luftdruck, der in dem Würfel ist. Der wird sich nicht ändern, solange wir von außen keine Wirkung drauf haben. Was wir da jetzt in dieser Grafik haben, wir haben die Freiheitsgrade von den Kugeln in drei Raumrichtungen. Was nicht eingezeichnet ist, wäre eben die Rotation der Kugeln. Das ist aber unerheblich für unser Modell. Jetzt können wir nur mit den drei Freiheitsgraden in die Raumrichtungen auch rechnen, also von den translatorischen. Okay, und jetzt machen wir mal, ja, es ist eine Art Gedankenexperiment. Also wir stellen uns vor, das ist jetzt, ja, es ist so ähnlich wie der Würfel vorher, nur jetzt ist das so ein, sagen wir ein Zylinder, so ein länglicher Zylinder oder vielleicht auch ja, quaderförmige Geometrie sind also wichtig. Und da haben wir jetzt auf der einen Seite Partikel und auf der anderen Seite haben wir nichts, also Vakuum könnte man sagen. Und das werden einige von euch vielleicht schon mal irgendwo erlebt haben, wenn wir die Trennwand zwischen der Vakuumkammer und der Kammer mit den Partikeln wegtun, dann werden die Partikel in die leere Kammer strömen. Also das Vakuum saugt Sachen an, so kann man das verstehen. In Wirklichkeit ist es natürlich gar nicht so der Fall, dass das Vakuum was ansaugt, sondern die Partikel, dadurch, dass die da drinnen nicht ruhig sind, sondern ständig in Bewegung sind, prallen die aneinander ab und prallen dann oft auch gegen die Wand, die vorher die Zweierkammern getrennt hat. Und wenn die Mauer nicht mehr da ist, dann wandern sie zwangsweise auch in die andere Richtung. Also das ist aus makroskopischer Sicht, kann man irgendwie solche Sachen wie Druck und Unterdruck dann beschreiben. Aus mikroskopischer Sicht gibt es keinen Druck, sondern es gibt nur Partikel, die sich gegenseitig anstoßen und sich voneinander abprallen. Das ist ein bisschen komplexer jetzt. Wir haben in der anderen Kammer auch Partikel, aber diesmal Partikel von einer anderen Art. Also blau und rot in dem Fall. Und was passiert, wenn wir jetzt diese Kammer trennen, also diese Kammer, die Trennung zwischen der Kammer entfernen? Die Partikel vermischen sich. Und da haben wir jetzt schon einen sehr spannenden Sachverhalt. Weil, wenn wir von dem Ausgangspunkt von der Kammer sprechen, wo die Partikel noch nicht vermischt sind, haben wir da jetzt eigentlich eine Entwicklung vollzogen zu dem Punkt, wo die Partikel vermischt sind. Und was sehr interessant ist, ist, das geht nicht mehr zurück. Wie kann das sein? Also wenn wir über klassische Physik reden, klassische Mechanik, wie wir es bis jetzt nur getan haben, dann funktioniert alles sowohl in die eine Richtung als auch in die andere. Und doch haben wir jetzt nur dadurch, dass wir die Komplexität des Systems erhöht haben, einen Zustand erreicht, der nicht mehr reversibel ist. Also das klassische Beispiel, was man da immer bringt, ist, wenn man jetzt den Kaffee in der Früh trinkt und man leert sich vielleicht die Milch ins in Kaffee und rührt dann um. Und man rührt um, sagen wir, wir rühren jetzt um im Uhrzeigersinn, bis Kaffee und Milch komplett vermischt sind. Und wenn man jetzt von der klassischen Physik ausgehen würde, mit einem geringen Verständnis der klassischen Physik, könnte man jetzt behaupten, ja, passt, jetzt drehe ich einfach gegen den Uhrzeigersinn mit meinem Löffel, da sollte sich doch Kaffee und Milch einfach wieder entmischen. Und das passiert aber nicht. Und das, was entsteht in diesem Vorgang, und die Gesetze, die werden wir jetzt dann erarbeiten, das ist Entropie. Und damit wir Entropie verstehen können, ist jetzt notwendig ein kleiner Exkurs in der Informationstheorie. Warum Informationstheorie? Was hat Thermodynamik oder die Mechanik allgemein mit Information zu tun? Das werden wir gleich sehen, sogar noch auf dieser Folie. Zuerst vorweg, was ist Information? Wird man irgendwie heutzutage eh schon ungefähr wissen, also Einheit der Information ist an jeden irgendwie geläufig. Das klassische Beispiel ist das Bit. Es gibt natürlich viele Maße der Information, also heutzutage wird man wahrscheinlich nicht mehr in Bit sprechen meistens, sondern dann, also Byte, sondern 8-Bit. Und Byte natürlich dann Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, kennt jeder. Zuerst aber noch, was ist das Bit jetzt genau, warum ist das Information? Ein Bit ist im Idealfall der Informationsgehalt von
der Antwort auf eine Ja-Nein-Frage. Also direkte, also entweder es ist Ja oder es ist Nein, es kann nichts anderes sein. Und wenn ich die Antwort zu dieser Frage erhalte, dann ist mir Information im Rahmen von einem Bit übermittelt worden. Klassisches Beispiel ist dafür der Münzwurf. Es ist natürlich nicht Ja, Nein, aber ich kann das in einer Ja-Nein-Frage umformulieren. Und wenn ich den Ausgang eines Münzwurfs erhalte als Information, dann ist das, solange die Münze irgendwie ausgeglichen ist, genau ein Bit. So, jetzt zu dem Zusammenhang. Also zum ersten Mal ist die Informationstheorie eigentlich, also die Geburtsstunde der Informationstheorie, das war das 1949 herausgebrachte Werk von Claude Shannon über die mathematische Theorie der Kommunikation. Man sieht in der Grafik, er hat sich da wirklich im weitesten Rahmen mit Kommunikation beschäftigt, aber natürlich mathematische Theorie auch sehr mit, was ist überhaupt Kommunikation und was wird kommuniziert. Und die Formel, die er gefunden hat durch langes Studium, ist folgende. Zuerst noch für die Mathematik-Scheuen unter euch, die Formel, es wird nicht erwartet, dass ihr die Formel jetzt versteht, aber das Konzept dahinter wird in den nächsten Folien sehr ausführlich erklärt. Auch wenn ihr dann die Formel noch nicht erklären könnt, werdet ihr auf jeden Fall verstehen, was die Formel aussagen will. Und was dem Claude Shannon aufgefallen ist bei dieser Formel, ist der Informationsgehalt von, also das ist das H, der Informationsgehalt von einem Symbol, was erhalten wird. Also Symbol kann jetzt irgendwas sein, das kann eine Aussage sein oder ist einfach nicht, also diskretisiert schon ein einzelnes Symbol, wenn es n verschiedene Symbole sein können, die versendet werden. Und die Formel für das ist identisch mit der in der Thermodynamik aufzutreffenden Entropie. Und deshalb, auch weil zu dem Zeitpunkt eigentlich auch noch keiner wirklich verstanden hat, was Entropie jetzt wirklich ist, und der Claude Shannon selber von seiner Entdeckung noch nicht wirklich verstanden hat, was da los ist, hat er das einfach Informationsentropie genannt, weil er hat sich gedacht, das kann ihm eigentlich keiner beweisen, dass das ein Schmarrn ist, wenn er das so nennt, weil eben auch keiner weiß, was Entropie ist. Ja, es ist aber kein Zufall, dass das irgendwie die gleiche Formel hat, weil es stellt sich heraus, in der Tat ist Entropie auch nichts anderes wie Information. Und das ist eine sehr wichtige Einsicht, wenn man das Ganze verstehen will und auch warum, wenn man verstehen will, warum Entwicklung von selbst sich vollzieht. So, jetzt aber noch kurz ein bisschen ein besseres Beispiel zu was ist eigentlich Information, weil ja, weiß ich nicht, mit dem kann man jetzt vielleicht nicht so wirklich viel anfangen, wenn man keinen Hintergrund in der Technik hat. Auf der nächsten Folie ist aber was, mit dem vielleicht jeder was anfangen kann. Dieses Spiel, das heißt, wer ist es? Das kennt man vielleicht noch aus jungen Jahren, vielleicht hat man es auch mit den Kindern schon mal gespielt. Wenn man welche hat, Ziel des Spiels ist, also zwei Personen, ich nenne es jetzt Person Rot und Person Blau, je nachdem eben welches Brett, das man gezogen hat am Anfang, spielen gegeneinander und wollen jeweils erraten, welche Figur die andere Person am Anfang des Spiels seinem Stapel gezogen hat. Also es gibt 24 Figuren, die auf beiden Brettern vertreten sind und man ist dann, die Aufgabe ist, mit so wenig wie möglich Ja- und Nein-Fragen, die man der gegenüberstehenden Person stellt, herauszufinden, welche Person auf der Karte ist. Und natürlich muss man irgendwie, um an das Ergebnis zu kommen, an Informationen gelangen. Und das Beispiel eignet sich sehr gut, um Informationen wirklich einmal quantitativ auf den Punkt zu bringen. Weil es ist nämlich, um das Spiel zu gewinnen, eine ganz klar definierte Menge an Information notwendig. Und man braucht immer genau so viel Information, um das Spiel zu gewinnen. Dazu jetzt vielleicht noch ein bisschen vereinfacht das Spielbrett, das man mit 4 mal 4, also 16 Kastel, nicht mit 24, wie es normalerweise ist. Dann ist die Mathematik ein bisschen einfacher. Das bitte noch ignorieren, das wollte ich eigentlich erst später herzeigen. Und wir suchen uns jetzt dieses Kastel einmal aus, da soll unsere Person sein, die wir finden wollen. Wir spielen also idealisierte Form des Spieles, weil in Wirklichkeit kann man auf Position im Spiel nicht setzen, weil man nicht weiß, wie die
Figuren auf dem Spielbrett des Gegners positioniert sind. Aber ich versuche jetzt einmal mit so wenig Fragen wie möglich dahinter zu kommen, welche der Kästchen das Richtige ist. Also die optimale Strategie wäre in diesem Fall immer, die Anzahl der Felder genau zu teilen. Also meine erste Frage könnte sein, befindet sich das gesuchte Kastel auf der rechten Seite? Und die Antwort ist nein, und deshalb kann ich mal die Hälfte oder Kasteln eliminieren. Als nächstes stelle ich vielleicht die Frage, von den verbleibenden Kasteln ist das Gesuchte in der unteren Hälfte? Da ist die Antwort dann ja, das heißt, ich kann die oberen eliminieren und so weiter. Die nächste Frage, die dritte Frage dann, ist es auf der rechten Seite von den verbleibenden, bis nochmal zwei da sind, und mit der letzten Ja-Nein-Frage kann ich dann das Ganze einschränken auf ein einziges Kastel. So, das waren jetzt vier Ja-Nein-Fragen. Und die vier Ja-Nein-Fragen haben alle einen Informationsgehalt von genau 4 Bit. Und wie komme ich zu die 4 Bit? Also, wir haben am Anfang 16 Kasteln gehabt. Und mit jeder Frage, mit jeder Ja-Nein-Frage können wir, wenn wir auf beide Seiten gleich viele Kasteln stellen, die Anzahl der Kasteln halbieren. Also wenn wir zurückgehen, pro Frage verdoppelt sich die Anzahl der möglichen Kasteln, die wir nach so und so vielen Fragen dann exakt auflösen können. Also wenn wir da in diesem Fall den Faktor 2 immer wieder mit sich selbst multiplizieren, nach 4 Fragen, 2 hoch 4, haben wir 16 Kasteln. Mit 4 Fragen können wir also 16 Kasteln exakt ein einziges bestimmen. So, da jetzt ein bisschen Mathematik nur für, wir werden jetzt einführen die Logarithmusfunktion. Also das, den Exponenten wird vielleicht noch jeder kennen. Die Zweierpotenzen haben wir da, 2 hoch 4 ist 16. Und die Umkehrfunktion des Exponenten ist jetzt der Logarithmus. Also das, wenn die Frage jetzt umgekehrt gestellt werden würde, wir wollen nicht wissen, was ist 2 hoch 4, sondern in diesem Fall 2 hoch wie viel muss ich setzen, um irgendeine beliebige Zahl, in diesem Fall 256, zu erreichen, dann ist die Frage, die ich eigentlich stellen will, was ist der Logarithmus von 256? Also man sieht da schön die Symmetrie zwischen den Funktionen, hier die Exponentialfunktion mit Basis 2, hier die Logarithmusfunktion mit Basis 2, die sich gegenseitig ergänzen. Also die eine Funktion ist die Umkehrfunktion von der anderen. In dem Fall, das Ergebnis ist dann 8 bei der unteren. Wenn wir also 2 hoch 8 rechnen, ist das Ergebnis 256. Wenn wir jetzt also eine Entropie ausrechnen, also einen Informationsgehalt ausrechnen wollen, beispielsweise von unserem Beispiel, wo wir jetzt 24 Kasteln haben, 24 Figuren, dann ist die Frage, mit wie viel Information brauchen wir, um das Rätsel aufzulösen, gegeben durch diese Formel. Natürlich haben wir jetzt da das Problem, wir brauchen einen Informationsgehalt von 4,5 Bit circa, und wir brauchen immer genauso viel. Also natürlich kann man zwischendurch raten, wenn man noch nicht genug Informationen hat, um das direkt aufzulösen, kann man eben versuchen zu tippen, und auch wenn dann irgendwie die, was ich vorher gesagt habe, man kann das Spiel nicht gewinnen, ohne die Informationen zu erhalten. Auch wenn die Regel dann außer Kraft gesetzt ist, ist genau die Differenz zwischen der Information, die man hat, und der, die man bräuchte, genau dann ausschlaggebend für die Wahrscheinlichkeit, dass der Tipp, den man setzt, korrekt ist. Also hier einfach ein Beispiel, wie man aus solchen Sachen Informationen gewinnen kann. Ich habe das Ganze jetzt noch ein bisschen näher ausgeführt auf der nächsten Folie, das werden wir aber überspringen. Nur ganz wichtig vielleicht nur, Ja-Nein-Frage hat nicht immer genau ein Bit Informationsgehalt. Beispielsweise, also das Beispiel ist da immer ganz hilfreich, wenn ich jetzt zweimal hintereinander die gleiche Ja-Nein-Frage stelle, dann hat natürlich die zweite Ja-Nein-Frage keinen Informationsgehalt mehr, 0 Bit. Oder wenn ich jetzt eine Frage stelle, die so gut wie immer mit Nein beantwortet werden kann, dann hat natürlich das Nein als Antwort so gut wie keinen Informationsgehalt. Und was da mathematisch ausgerechnet ist, das ist eigentlich recht leicht zu verstehen, aber das würde zu viel Zeit kosten, das zu erklären. Aber für die Interessierten können wir es nach dem Vortrag vielleicht noch kurz durchmachen. Es dauert circa 5 Minuten. Was wir auf jeden Fall auf diesem Graph hier sehen, der Informationsgehalt, der Erwartungswert des
durchschnittlichen Informationsgehalt. Also wenn wir uns das Beispiel jetzt nehmen von der Frage, die immer fast immer mit Nein beantwortet wird, dann hat natürlich die Antwort Ja schon einen sehr hohen Informationsgehalt. Wenn wir das nochmal als Beispiel nehmen, ohne irgendwie vorher Fragen zu stellen, tippen wir gleich auf eine bestimmte Person. Wir sagen jetzt, ja, das war die Lisa. Und es stellt sich heraus, es war tatsächlich die Lisa. Dann haben wir auf einen Schlag unsere 4,5-Bit-Information erhalten. Viel mehr als eigentlich ein Bit, was wir sonst kriegen. Allerdings ist die Chance, dass wir es wirklich kriegen, nur 1 zu 24. Und im Durchschnitt, wenn wir so 24 Mal machen, wir müssen es dann immer nur um eines weniger machen, weil die Lisa ist ja ausgeschlossen, zahlt es sich nicht aus. Also vielleicht aus dieser Folie kann man trotzdem noch mitnehmen, eine wichtige Erkenntnis, wenn man wieder mal dieses Spiel spielen möchte. Die beste Strategie ist, die Fragen, die Ja-Nein-Fragen, immer so zu formulieren. Das sehen wir hier, das Maximum der Informationskurve, wenn auf beiden Seiten genau gleich viele Personen stehen. Und somit die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit Ja beantwortet wird, genau 50% ist. So, jetzt wissen wir vielleicht ein bisschen mehr, was Information ist, aber wie das jetzt mit Entropie zusammenhängt, wissen wir noch immer nicht. Deshalb hier noch ein anschauliches Beispiel mit Würfeln, das in eine ähnliche Kerbe schlägt, aber schon eher den Zusammenhang zur Entropie hat. Wir würfeln 6 Mal und bekommen 6 zufällige Ergebnisse. Ich habe das Beispiel dazu gewählt, dass wir genau jede mögliche Zahl einmal würfeln. Aber wenn wir jetzt von einem komplett zufälligen Ergebnis ausgehen, dann können wir von 6 Möglichkeiten von einem Würfel ausgehen. Und das setzt sich fort. Also der erste Würfel hat 6 Möglichkeiten, der zweite hat 6 Möglichkeiten, der dritte hat 6 Möglichkeiten und so weiter. Also gibt es insgesamt für jede Möglichkeit, die es in dem ersten gibt, wieder 6 im zweiten. Und so multiplizieren sich die Möglichkeiten, sodass wir insgesamt, wenn wir 6 Mal würfeln, 46.656 verschiedene Möglichkeiten haben, eine Kombination zu würfeln. So, dazu jetzt im Vergleich. Wir würfeln noch einmal und wir würfeln jetzt im Endeffekt eigentlich wieder das Gleiche. Wir würfeln die gleichen Zahlen, aber in einer anderen Reihenfolge. Und das Ergebnis wird in den meisten Spielen irgendwie auf etwas sehr Ähnliches hinauslaufen, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt ein bisschen anders verteilt. Es gibt nämlich, um dieses Ergebnis im Wesentlichen zu erzielen, wir haben gesagt, dies ist das gleiche Ergebnis wie oben, gibt es weniger Möglichkeiten. Also nicht alle 6 Würfe hintereinander sind das Ergebnis, aber eine sehr große Menge. Nämlich, der erste Würfel ist garantiert einer von den oben. Das bedeutet, es gibt 6 Möglichkeiten, wie er fallen kann, um trotzdem noch das zu erfüllen. Der nächste Würfel kann dann nur mehr 5 sein, weil der 2er ist schon weg. Das heißt, 5 verbleiben noch. Und dann haben wir 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Schreibweise, neue Schreibweise, wer das noch nicht kennt, das Rufzeichen hinter der Zahl bedeutet genau das. Man rechnet alle Faktoren, die kleiner, alle natürlichen Zahlen, die kleiner sind, in einem Produkt zusammen. Das nennt sich dann in diesem Fall 6 faktoriell. Und herauskommen dort 720. So, und da jetzt, und jetzt ist interessant, der Vergleich zu 6 mal hintereinander einen 6er würfeln. In manchen Spielen ist der 6er ja sehr begehrt. Und wenn man irgendwie Würfelspiele spielt, wo besonders eine Kombination, also sehr häufig eine bestimmte Zahl gewürfelt werden muss, also die gleiche Zahl, um viele Punkte zu erreichen, dann sind solche Würfe sehr begehrt. Und man mag sich jetzt fragen, wir haben gesagt, dass der erste Wurf und der zweite Wurf sind das gleiche Ergebnis. Trotzdem passieren Würfe dieser Art viel öfter wie Würfe dieser Art. Und auch wenn natürlich jeder einzelne Wurf eigentlich einzigartig ist, also eine Chance hat, von 1 in 46.000 geworfen zu werden, ist es beim 6er ein bisschen strenger, weil wir müssen tatsächlich jedes Mal einen 6er würfeln. Wie wir hier am Anfang noch 6 verschiedene Möglichkeiten haben, um trotzdem auf das gleiche Ergebnis zu kommen, ist von hier von Anfang an beschränkt, was wir werfen können, um trotzdem dieses Ergebnis zu erhalten.
Wir sehen hier also eigentlich, was oben ausschaut, also das Ergebnis ist das gleiche, es ist der gleiche Makrozustand, ist aufgeteilt in 720 verschiedene Mikrozustände. Und wenn wir jetzt alle Würfel auf einmal werfen, können wir vielleicht nicht mehr differenzieren, was jetzt der eine Würfel und was der andere ist, wenn sie alle die gleiche Farbe haben. Und das Gleiche haben wir auch, wenn wir wieder zurückgehen zu unserem Gasmodell. Wir haben verschiedene Teilchen und alle sind an einer bestimmten Position. Aber ich kann vom Makrozustand her nicht differenzieren zwischen diesem Zustand und dem Zustand, wo jetzt zum Beispiel zwei Teilchen vertauscht werden. Und deshalb habe ich einen Makrozustand, der von verschiedenen Mikrozuständen gleich beschrieben wird. Also wir gehen jetzt davon aus, dass die Position der Teilchen sehr wohl wichtig ist für den Makrozustand, allerdings können die Teilchen beliebig vertauscht werden. Wir haben in diesem Kästchen 32 Teilchen. Das bedeutet, wir haben 32 faktoriell, also 32 mal 31 mal 30 und so weiter, Möglichkeiten, um diese anzuordnen. Und diese resultierende Zahl ist unfassbar groß. Also das ist irgendwas in der Richtung von 6 Zillionen. Also eine Zahl mit 35 Stellen ist es dann. Es ist ungefähr ein Viertel 6 Zillionen. Aber wir können jetzt den gleichen Trick anwenden wie vorhin bei dem Wer ist das Spiel. Wir nehmen wieder den Zweierlogarithmus und wir können uns jetzt eine Art Information ausrechnen. In diesem Fall, obwohl die Zahl 32 faktoriell unglaublich groß ist, ist der Logarithmus für sehr große Zahlen doch meistens eine überschaubar große Zahl. In diesem Fall ist das Ergebnis 117,7 Bit. Aber was bedeutet das nun? Dadurch, dass wir im Makrozustand nicht mehr feststellen können, welches Teilchen welches ist, und auch wenn zwei vertauscht werden, wir noch immer gleich viel über das System wissen, ist uns sozusagen 117,7 Bit an Information verloren gegangen im Makrozustand. In diesem Fall, wenn wir am Anfang jedes Teilchen irgendwie nummeriert hätten und Informationen über den Zustand des Teilchens gehabt hätten, dann ist nur durch diesen Zusammenhang Information verloren gegangen und zu Entropie geworden. Also Entropie ist auch die gleiche Einheit, 117,7 Bit, aber das ist jetzt Wissen, das ist Information, die ich über dieses System nicht mehr habe. Und jetzt gehen wir über zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Die Formulierung lese ich jetzt kurz vor. In einem geschlossenen adiabaten System, geschlossen adiabat bedeutet einfach weder Materie noch Energie, also Wärme, kann in das System hinein oder aus dem System heraus. Also wie das Kästchen vorhin, weder Materie, also es können keine Teilchen durch die Barriere durch, Wärme kann auch nicht durch. In einem geschlossenen adiabaten System kann die Entropie nicht abnehmen. Sie nimmt in der Regel zu. Nur bei reversiblen Prozessen bleibt sie konstant. Dazu kommt noch ein Beispiel. Irreversibilität ist dann also gleichzeitig ein Maß für die Entropie. Also man kann das jetzt in Mathematik ausformulieren. Der zweite Hauptsatz hat folgende Formel. Also wir reden hier schon von physikalischen Größen, nicht mehr mathematischen. Das Delta, das ist ein kleines Delta Q, ist eine Wärmemenge, ein Quantum an Wärme, was in einem System zugeführt wird. Und T ist die Temperatur, die dieses System an dieser Stelle hat. Und heraus stellt sich, dass wenn ein Wärmequantum Q diesem System zugeführt wird, entsteht in diesem System ein differenzieller Zuwachs, ein infinitesimaler Zuwachs S. Entropie bedeutet jetzt S an Entropie. Und dieses S, das ist eigentlich, wenn wir über Information vorher geredet haben, wieder das Gleiche. Also Logarithmus und das Omega ist hier die Anzahl der Mikrozustände, die einen Makrozustand beschreibt. Wenn wir das Beispiel von vorher noch einmal nehmen, haben wir hier 15 Teilchen und hier 15 Teilchen.
die Entropie, also natürlich gibt es im Vorhinein auch schon Entropie in dem System, dieses Systems wäre also Logarithmus von 15 faktoriell. Multipliziert ja nochmal k, die Boltzmann-Konstante, die das Ganze eben, weil wir haben ja gesagt, das ist Einheit Bit, die das Ganze von der Einheit Bit auf die Einheit Joule pro Kelvin, also Energie pro Temperatur bringt, das ist, damit man ein bisschen besser damit rechnen kann. Aber Entropie kann man genau auch so mit Einheiten wie Bit rechnen. In der Thermodynamik eher nicht geläufig. Also hier haben wir 15 faktoriell Bit, Logarithmus von 15 faktoriell und hier auch. Das bedeutet, die Summe von beiden gemeinsam ist einfach zweimal Logarithmus von 15 faktoriell. Allerdings, wenn wir die Barriere jetzt trennen, jetzt haben wir ein System und jetzt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sagt, die Entropie nimmt zu in der Regel, wenn der Prozess irreversibel ist. Wir haben vorher bereits beschrieben, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich die Teilchen irgendwann später wieder zurück in ihre eigenen Kammern setzen, rein aus Zufall, und deshalb ist der Prozess irreversibel. Das Maß der Entropie, das erzeugt wird, ist genau die Differenz, also das kleine d steht für Differenz, zwischen den zweimal Logarithmus von 15 faktoriell, wie sie hier haben, und dem Logarithmus von 30 faktoriell, weil 15 plus 15 ist 30, hier gibt es schon 30 faktoriell verschiedene Möglichkeiten, die Partikel anzuordnen, wenn wir jetzt davon absehen, dass Rot und Blau verschiedene Teilchen sind. Und deshalb ist Entropie entstanden. Also wir sprechen hier von einem sehr hohen Ausmaß an neuen Möglichkeiten, die entstehen. Also die Differenz, also der Quotient zwischen 30 faktoriell und 2 mal 15 faktoriell ist ungefähr bei 100 Trillionen. Also der untere Zustand, makroskopisch gesehen, ist um einen Faktor 100 Trillionen wahrscheinlicher wie der Zustand da oben, wenn man die Barriere wegnehmen würde. Ja, und hier haben wir zum ersten Mal eine echte Entwicklung der Materie. Wir haben nur durch die Zeit verursacht eine irreversible Entwicklung. Also dazu vielleicht noch, Hegel behauptet in seiner dialektischen Methode eine voraussetzungslose, also erstens voraussetzungslos, zweitens selbstbewegte und drittens selbstbestimmte Entwicklung der Sache selbst hin zum absoluten Wissen. Und ganz genau das Gleiche sehen wir in der Natur auch in diesem Prozess. Mit Ausnahme, sie ist nicht voraussetzungslos, denn die Voraussetzung sind natürlich die Gesetze der Physik. Und umso komplexer die Systeme werden, umso mehr Gesetze kommen dazu, um diese zu beschreiben. Selbstbewegt ist sie aber, und von diesem Punkt aus ist eine Entwicklung, die ein gewisses Ziel verfolgt. Wir haben gesehen, dass nur durch eigentlich Wahrscheinlichkeitsrechnung, wir haben gesehen auf der vorigen Folie, dass das System mit vermengten Teilchen um einiges wahrscheinlicher ist, wie das mit nicht vermengten, entstehen komplexe Strukturen. Wir haben nur dadurch, dass sich Teilchen vermischen, also die klassische Formulierung der Entropie ist immer das Maß der Unordnung oder das Maß des Chaos. Wir haben Bewegung weg von Ordnung. Also am Anfang sind die blauen Teilchen links und die roten rechts. Es herrscht Ordnung, dann wird die Barriere getrennt, sie vermischen sich, es herrscht Chaos. Nur durch diese Bewegung weg von Ordnung hin zum Chaos werden hochkomplexe, hochgeordnete Strukturen erzeugt. Zum Beispiel irgendein Organismus. Und warum dies passiert, ist nur thermodynamische Voraussetzung. Wir haben hier aus schon ein bisschen komplexeren Zusammenhängen, aber doch eigentlich wieder Elementarteilchen kombiniert in verschiedensten Arten und Weisen, die, ja, sagen wir, Hauptbestandteile des Lebens. Wir haben auf der linken Seite die RNA, vielleicht weniger bekannt, aber sozusagen der Vorgänger, aber heutzutage auch noch immer vorhanden. Die DNA dann als Weiterentwicklung der RNA. Und man mag sich jetzt fragen, wie nur aus Zusammenprallen von Teilchen zufällig solche komplexen Strukturen entstehen können.
Und die Antwort darauf ist wieder nur aus den Regeln der Thermodynamik heraus. Zu einer gewissen Temperatur, wenn schon bestimmte Grundelemente verfügbar sind, wir haben zu Anfang ja nur Wasserstoff und Helium in den Sternen gehabt, später entstehen dann auch schwere Elemente. Diese müssen natürlich zur Verfügung stehen, um überhaupt diese komplexen Moleküle bauen zu können. Aber auch hier ist diese Zusammensetzung wieder begünstigt. Das bedeutet, es ist wahrscheinlicher, dass diese Moleküle entstehen, als dass sie nicht entstehen. Und weiters ist es bei einer gewissen Umgebungstemperatur tatsächlich thermodynamisch begünstigt, dass sich diese molekularen Bestandteile zusammensetzen in eine weiter komplexere Struktur. In diesem Fall die RNA. Und die RNA hat die Eigenschaft, im Gegensatz zur DNA, dass sie, wie gesagt, sehr leicht entsteht, aber auch sehr leicht wieder zerfällt. Und der Zusammenhang zwischen Generation, also das Entstehen eines komplexen, wir nennen diese jetzt Replikator, weil RNA ist ja zum ersten Mal etwas, was sich selbst reproduzieren kann. Also wir haben ein RNA-Molekül und daraus kann eine Kopie des gleichen entstehen. Und eine Entstehung dieses replizierten RNAs, diese Replikation nennen wir Generation von nun an. Also die RNA ist der Replikator und die Generation ist Entstehung eines RNA-Moleküls. Die Auflösung ist dann also die Degeneration, die wie gesagt beim RNA-Molekül auch noch sehr häufig auftritt. Also die Lebenszeit von RNA ist ungefähr im Bereich von circa 4 Stunden, bis sie sich von selbst auflöst. DNA sind wir schon im Bereich von 10 Millionen Jahren, bis sie sich von selbst auflöst, in der Umgebung, in der sie von selbst entstanden ist. Und dadurch, dass die DNA weniger schnell zerfällt, ist auch irgendwie klar, dass sie um einiges schwieriger überhaupt erst von selbst entsteht. Durch die thermodynamischen Bedingungen, unter denen RNA von selbst entsteht, ist es sehr unwahrscheinlich, also quasi unmöglich, dass DNA entsteht. Allerdings können Lebewesen, also RNA-basiertes Leben, und der Ursprung des Lebens ist in RNA-basiertem Leben, können für Bedingungen sorgen, zum Beispiel innerhalb von diesen RNA-Zellen, wir haben im RNA-Leben schon einfache Zellen, können Bedingungen entstehen, die dann wiederum begünstigen eine weitere Entwicklung, nämlich hin zur DNA. Und das ganze Spiel geht im Wesentlichen so weiter. Also DNA ist stabiler, also irreversibler, das bedeutet, es ist wahrscheinlicher, dass es entsteht, als dass es sich wieder auflöst, haben wir gesagt, weil wir 10 Millionen Jahre ungefähr warten müssen, bis sie von selbst zerfällt. Und umso irreversibler der Prozess ist, umso mehr Entropie wird dabei erzeugt. Und deshalb auf lange Sicht dominiert das DNA-basierte Leben das RNA-basierte Leben. So, das ist der erste Teil des Lebens, also nach Ursprung des Lebens hier die Formel des Lebens. Und auch hier sehen wir schon etwas, was uns vielleicht schon bekannt sein sollte, der Logarithmus, wie wir ihn schon kennen. Zusätzlich mit etwas, was uns aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik bekannt vorkommt. In diesem Zusammenhang ist das jetzt so die Formel des Lebens, weil sie beschreibt, welche physikalischen Gesetze es muss nicht unbedingt ein Organismus sein, es ist irgendeine Art von Replikator, haben wir gesagt, also etwas, was sich selbst wieder erzeugt. Das ist meistens ein Organismus, aber wir werden auch nachher noch Beispiele haben, wo das nicht der Fall ist. Und hier nochmal zur Beschreibung, was die einzelnen Begriffe bedeuten. Also T könnte man sagen, ist die Umgebungstemperatur oder auch die Eigentemperatur des Organismus, je nachdem unter welche Zusammenhänge das ist, entsteht. Die Wärmequantität ist in diesem Fall diese, die an die Umgebung abgegeben wird, also Wärme, die neu entsteht, die an die Natur abgegeben wird, an die Umgebung, wenn ein einziger Replikator neu entsteht. Also bei der Generierung eines einzelnen Organismus entsteht dieses Quantum an Wärme. Das
Delta S, also intern, bedeutet das, das ist die interne Entropie des Organismus. Man kann sich vorstellen, was interne Entropie jetzt ist, weil wir schon viele Beispiele gehabt haben. In unserer Box mit verschiedenen Teilchen drinnen ist die interne Entropie umso größer, umso mehr Teilchen drin sind. Also bei 32 Teilchen, wie gesagt, eine innere Entropie von Logarithmus aus 32 faktoriell. Und dies ist in diesem thermodynamischen Zusammenhang, vielleicht noch dazu erwähnt, diese These ist aus einem wissenschaftlichen Paper aus dem Jahre 2013 von Jeremy England. Bei Interesse werde ich zusätzlich noch zu dem Paper von Claude Shannon, wie vorher erwähnt, und von Paul Cockshott, auf dem dieser Vortrag ein wenig aufbaut, zum Schluss beim Discord noch die PDFs hineinstellen für die Leute, die es interessiert. Und der hat diese Formel zum ersten Mal postuliert. Also 2013 ist noch nicht lange aus. Und vorher war eigentlich der thermodynamische Zusammenhang zwischen Leben und eben der Art, wie es entsteht, gar nicht so wirklich klar. Also da hat sich seit Charles Darwin eigentlich eher wenig getan. Hier zur Erklärung nochmal, also K ist wiederum die Boltzmann-Konstante und G ist jetzt die Generationsrate, also die Rate, in der neue Replikatoren entstehen, und D ist die Degenerationsrate, die Rate, in der alte Replikatoren absterben, sich auflösen und so weiter. Wenn wir jetzt diese Formel umformen, wie das jetzt genau mathematisch geht, ist nicht so wichtig. Wir sehen hier dann die Differenz, umgeformt auf die Differenz zwischen Generation und Degeneration, also das ist sozusagen das Nettowachstum der Population, also wir rechnen die neu entstehenden minus die gerade abgestorbenen, dann kommt diese Formel heraus. Und wenn wir jetzt eine Population von Replikatoren so auslegen wollen, dass sie möglichst gut sich selbst replizieren, haben wir einige Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Also vielleicht die Formel werden einige von euch mittlerweile jetzt schon kennen. Das ist die des generischen exponentiellen Wachstums. Also jetzt besonders in Zeiten von Covid-19 hat man vielleicht diese Formel, weil die schaut für Covid-19 exakt gleich aus. Nur muss man hier dann diesen sehr bekannten R0-Wert einsetzen statt dem G-D. Aber es kommt auf das Gleiche hinaus. Und wenn eine Population eine Umgebung dominieren will, dann muss sie zuerst einmal eine positive Wachstumsrate haben, also überhaupt mehr neue Replikatoren erzeugen, wie was alte absterben, also diese Zahl muss positiv sein. Und umso höher das Wachstum ist, umso besser kann man sich gegen die Konkurrenz sozusagen durchsetzen. Also wir haben hier drei Größen, die wichtig sind, um diese Differenz möglichst groß zu halten. Wir brauchen eine hohe innere Entropie des Replikators, die ist hier. Also umso komplexer der Replikator, umso höher kann diese Differenz getrieben werden. Dies erklärt schon ein wenig, warum das Leben im Laufe seiner Zeit immer größer und komplexer geworden ist. Wie aus einfachen Zellen, eigentlich dann die Dinosaurier, also die größten Lebewesen, die auf unserem Erdball marschiert sind, entstanden sind. Nur durch, eigentlich beschreibbar durch diese eine Formel, nur durch thermodynamische Bedingungen. Weiters wichtig ist das Delta Q, also Temperatur kann man meistens nicht beeinflussen. Das Delta Q ist dann die Abgabe von Wärme an die Umgebung bei Entstehung eines Replikators, da habe ich ein I zu viel. Und natürlich jetzt irgendwie im Widerspruch mit vielleicht Lebewesen, die möglichst wenig Energie nur brauchen wollen, um zu überleben. Deshalb auch noch der dritte Punkt, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen widersprüchlich, eine hohe Todesrate, also Degenerationsrate in diesem Fall. Diese drei Faktoren sind für Lebewesen oder allgemein Replikatoren in bestimmten Rahmen nie alle drei erfüllbar. Und hier sehen wir an verschiedenen Zeitpunkten in der Geschichte der Entwicklung des Lebens verschiedene Strategien, wie sich das Leben verbreitet hat. Oder allgemein Sachen, die vielleicht man gar nicht als Leben bezeichnen würde, aber was sich auch selbst repliziert.
Im Allgemeinen ist der entscheidende Faktor, den wir beobachten in der Entstehung des Lebens, dieser zweite hier. Wenn man in der Lage ist, als Replikator eine hohe Abgabe von Wärme an die Umgebung zu erzeugen, also wir haben schon gesagt, das ist im Endeffekt auch wieder Entropie, also von der Einheit her ist das alles Entropie, das ist eben die Entropie, die von Haus aus schon im Organismus drinnen ist, und das ist sozusagen das Quantum an Energie, was nach außen, also vom Hauptsatz der zweiten Thermodynamik, können wir uns noch erinnern, was nach außen hin abgegeben wird. Und das in Summe ist die gesamte Entropie, die erzeugt wird von einem Lebewesen. Das eine eben, was nach außen abgegeben wird, das, was im Organismus selbst ist. Und umso höher die erzeugte Entropie eines Lebewesens oder eines Organismus ist, umso besser sind seine Chancen, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen, umso schneller wachsen zu können. Dazu noch eine Erläuterung, was jetzt noch Leben ist. Wir sehen hier ein Foto mit einem Lebewesen, aber im Hintergrund sehen wir Feuer, einen Waldbrand. Der ist nicht wirklich ein Lebewesen, aber er, also Feuer unterliegt den gleichen Gesetzen. Wenn wir nochmal zurückspringen, Feuer hat natürlich, wenn es um Entropie geht, eigentlich erfüllt alle Sachen sehr gut. Vielleicht nicht so in Entropie, innere Entropie, aber unheimlich hohe Wärmeabgabe an die Umgebung. Irgendwie selbstverständlich im Vergleich zum menschlichen Körper, der auch Wärme produziert, aber pro Volumen, also der menschliche Körper, glaube ich, so Richtung 100 Watt. Das ist nichts im Vergleich zu, was eine Flamme gleicher Größenordnung erzeugen würde. Nach Formel des Lebens jetzt der dritte Teil, die Trilogie, der Sinn des Lebens. Wenn wir über Sinn reden, hier natürlich nicht teleologisch gesehen, der Sinn des Lebens, der von Haus aus inne gewohnt hat und jetzt nur zur Entfaltung kommt, das ist ein bisschen überspitzt formuliert vielleicht. Aber was das Leben im Wesentlichen für die Natur tut, ist das, was die Natur ohnehin von Haus aus die ganze Zeit versucht zu tun, nämlich Entropie zu generieren. Also natürlicher thermodynamischer Austausch, also von einer Temperatur zur anderen, wird durch das Leben begünstigt. Wir sehen hier, Entstehung von Entropie ist besonders da sehr häufig, wo Leben ist. Und deshalb ist das Universum überhaupt erst mit dem Leben hervorgekommen. Deshalb hat sich das Leben erst gebildet, weil es, wenn man sonst irgendwie in das Universum schaut, ist eigentlich nur Gas und Steine. Und die sind nicht in der Lage, sich so in dem Ausmaß zu bewegen, um auf gleichem Raum viel Entropie langfristig zu erzeugen. Also der Trieb der Entwicklung, wenn wir jetzt von Darwin ausgehen, immer nur so Überleben des Fittesten und Fortpflanzung, haben wir hier begründet in der Physik eine Entwicklung, wo die Spezies, die Art von Replikator langfristig gewinnt, die einen höheren Energieumsatz, also eine höhere Energieerzeugung hat. Und das spielt natürlich Hand in Hand. Das Leben wird dadurch komplexer, aber wir sehen auch Grenzen. Wenn wir jetzt fragen, warum, wenn wir gesagt haben, das Feuer erfüllt die Formel viel besser wie andere Lebewesen, warum ist Feuer nicht die dominante Spezies auf der Erde? Naja, Feuer ist nicht besonders effizient. Feuer brennt irgendwann aus, weil es mehr Energie umsetzt, wie was die Natur in der gleichen Zeit nachfüttern kann. Und Lebewesen, Organismen sind deshalb dominant, weil sie eben sehr effizient sind in ihrer Umsetzung von Energie. Sie setzen sehr viel Energie um, aber gleichzeitig in einem Maß, das sehr wenig verschwendet wird. Also wenn man sich vorstellt, das menschliche Hirn, zu was das in der Lage ist, Gesichtserkennung oder solche Sachen, viel leistungsfähiger als die besten Computer, wenn sie neurale Netzwerke laufen haben, die jahrelang trainiert worden sind. Und das mit einem Energieverbrauch von ca. 20 Watt, also unvorstellbar effizient. Ja, und jetzt der dritte Teil der Trilogie jetzt noch fortgesetzt. Durch das Leben haben wir Beschleunigung der Generierung von Entropie.
im Sinne des Lebens, aber diesen Mechanismus kann man jetzt eigentlich auf alle Arten der Entwicklung also man kann das auf alles anwenden. Und hier dann in der höheren Stufe des Lebens, in Leben, in Gesellschaft, Entwicklung, Weiterentwicklung der Produktivkräfte, können wir exakt diese gleichen Phänomene wieder beobachten. Wenn wir jetzt eine menschliche Gesellschaft haben, dann unterliegt diese genau den gleichen thermodynamischen Gesetzen wie simpleren Populationen von Lebewesen. Wenn wir uns diese Formel von vorhinein nochmal ins Bewusstsein rufen, hier die Differenz zwischen Generation und Degeneration, können wir, das ist jetzt schon abstrakter und das ist natürlich wissenschaftlich nicht mehr so leicht beweisbar wie das, wenn es überhaupt beweisbar ist, weil wie will man dazu ein Experiment machen, aber man könnte stattdessen für die Produktion einsetzen. Also wir haben hier nicht Generation eines bestimmten Replikators, sondern wir haben Entstehung von einem bestimmten Produkt. Gleichzeitig, immer wenn in einer Gesellschaft von Menschen ein Produkt erzeugt wird, geht irgendwas verloren, wenn es auch nur die Kraft ist, die die Person aufwendet, um das Produkt zu erzeugen. Hier ist, um einen erneuten Reproduktionsprozess zu starten, hier könnte man einsetzen die notwendige Reproduktion. Also vielleicht dann, wenn wir schon in höhere Schichten der Ökonomie greifen, haben wir hier den erzeugten Warenwert und hier den notwendigen Reproduktionswert. Und die Differenz, sehr bekannt, ist ja dann der Mehrwert oder halt in simpleren Gesellschaftsformationen einfach das Mehrprodukt. Und auch diese unterliegt im Wesentlichen den gleichen Gesetzen wie die Entstehung von Leben. Und deshalb ist auch hier thermodynamisch begünstigt, dass sich die Produktivkräfte immer weiterentwickeln. Und es ist eigentlich nicht möglich, zurückzukommen. Also es ist physikalisch in der klassischen Physik, wie gesagt, möglich, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Und deshalb, und das sind halt eben Unwahrscheinlichkeiten im Maße von Zahlen, die so groß sind, dass man sie nicht mehr hinschreiben kann. Also es ist praktisch unmöglich. Und ja, es ist auf weite Teile der Entwicklung des Lebens und der Gesellschaft anwendbar. Also hier nur ein Beispiel, man könnte auch, wenn man es weiter abstrahiert, Sachen einsetzen, die nicht mehr in Zahlen formulierbar sind. Aber das Gesetz gilt nach wie vor. Und so sehen wir auch, wie dieser Drang hin zur Weiterentwicklung der Produktivkräfte in der Geschichte der Gesellschaft immer wieder dazu geführt hat, in der Dialektik zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen immer wieder neue Produktionsverhältnisse erzeugt hat, somit neue Gesellschaftsformationen. Und dieses Spiel ja immer weitergeht und somit bei Marx im historischen Materialismus die notwendige nächste Stufe der Sozialismus nach dem Kapitalismus ist. Hier noch ein Ausblick, wie das ganze Spiel dann weitergeht. Also Entropie wird immer weiter erzeugt. Und natürlich gibt es irgendwann, so wie wir in unserem Gefäß, den Zustand erreicht haben, wo die Teilchen irgendwie alle gleichmäßig verteilt sind. So wird das auch in unserem Universum irgendwann passieren. Maximale Entropie, das bedeutet maximale Unordnung, alles ist gleich verteilt und somit kann auch eigentlich nichts mehr passieren. Also jede weitere Bewegung würde wieder zu einem Makrozustand führen, der eigentlich identisch ist mit dem vorher. Auch wenn Teilchen sich untereinander tauschen, nach außen hin schaut es identisch aus, keine Entwicklung mehr möglich. Hier eingezeichnet ein schwarzes Loch. Es gibt Leute, die haben sich über dies schon Gedanken gemacht, über den sogenannten Hitzetod des Universums, wie das Universum enden wird. Also keine Sorge, das sind Größenordnungen von 10 hoch. Also man bräuchte tausende von Stellen, nur um die Zahl hinzuschreiben, die Jahre beschreibt, die es dauern wird, um in so einen Zustand zu kommen, der maximalen Entropie, wo sich nichts mehr bewegen kann. Aber aus der Physik herausgeht, die Entwicklung wird sich ewig weit fortsetzen, bis irgendwann alles im Universum die gleiche Temperatur hat und somit sich nichts mehr bewegen kann. Ja, und mit dem Ende des Universums endet auch mein Vortrag. Ich möchte an dieser Stelle nur noch kurz die wichtigsten Erkenntnisse, die wir heute
erreicht haben, zusammenfassen. Die Entwicklung der Natur und des Lebens ist irreversibel. Man hört ja besonders heutzutage sehr oft von Leuten, die nicht zurechtkommen mit der Gesellschaft oder den Umständen, den technischen Weiterentwicklungen, wie sie heute sind, und sagen, ja, die Erfindung der Dampfmaschine, das war eigentlich ein Fehler. Und eigentlich müssen wir zurückkehren in eine simplere Gesellschaft, in der Menschen irgendwie noch in der Lage sind zu verstehen, was um sie rundherum ist. Von der Physik nicht begünstigt. Die Physik sagt, nein, es ist thermodynamisch gesehen unmöglich. Wir können nicht zurück in eine simplere Gesellschaft. Natürlich, wie gerade erwähnt, in ökonomische Terme gegossen, die Weiterentwicklung der Produktivkräfte, also die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der Produktivkräfte ist physikalisch beweisbar. Auch interessant, wenn wir heute sprechen über Naturschutz und Klimakrise und wir müssen versuchen, weniger Energie zu verbrauchen. Eigentlich nicht möglich, widerspricht den Gesetzen der Thermodynamik. Natürlich können wir Energie so uns zunutze machen, dass es, ähnlich wie wir beim Feuer gesehen haben, es nicht langfristig dazu führt, dass unsere eigene Zivilisation, also so wie das Feuer irgendwann ausbrennt, weil es alles, was es an Treibstoff zur Verfügung hatte, aufgebraucht hat, unsere eigene Zivilisation endet, sondern eben man kann sehr wohl auch, wie wir es bei den Lebewesen im Vergleich zum Feuer gesehen haben, die mehr Energie umsetzen und es auch langfristig machen, weil sie effizienter arbeiten, weil sie Arten von Energie benutzen, die verfügbar sind und die wieder neu entstehen. Und die wichtigste Erkenntnis natürlich, was ist die beste Strategie bei wer ist es? Nämlich nochmal zur Erinnerung, man muss immer solche Fragen stellen, die sich auf Eigenschaften beziehen, die genau die Hälfte aller Figuren aufweisen. Somit kann man den idealen Zustand von einem Bit Information als Antwort am besten erreichen. Ja, dann mit diesem Punkt dann wäre ich fertig. Ich würde das Ganze jetzt in die freie Diskussion übergehen lassen. Natürlich, wenn es Fragen gibt, am besten gleich das Mikrofon einschalten und rausschreien, dann können wir uns am besten verständigen, sonst auch per Text. Ja, und dann würde ich das jetzt der freien Diskussion übergeben. Genau, bei der Formel da von 2013, wo kommt die her und ist da die Voraussetzung, dass dem System die ganze Zeit Wärme hinzugeführt wird, in unserem Fall über die Sonne, oder ist das nicht notwendig? Genau, also das, ich kann das kurz hineinstellen, Moment. Das Paper ist 2013 von Jeremy England. Es ist nicht so leicht zu genießen, wenn man keinen Hintergrund hat in Thermodynamik, aber ich stelle es jetzt doch mal hinein. Es ist in diesem Paper auch schon eine sehr vereinfachte Form. Also es wird ausgegangen von einem Wärmebad. Ein Wärmebad ist nichts anderes wie eigentlich eine unerschöpfliche Menge von Energie. Also Bad kann man sich irgendwie vorstellen, ist jetzt, ob das Wasser ist oder irgendeine andere Art von Umgebung, völlig egal. Und die hat einfach eine bestimmte Temperatur und deshalb Wärme. Man kann aus ihr eine unerschöpfliche Menge an Wärme nehmen, ohne die Temperatur zu verändern, und man kann auch eine unerschöpfliche Menge an Wärme in sie abgeben, ohne sie aufzuwärmen. Und mit dieser Vereinfachung wird ausgegangen. Das ist in der Thermodynamik und auch in der chemischen Thermodynamik so üblich. Also man, so mit Sonne und so kann man natürlich arbeiten, aber das ist viel stärker vereinfacht in diesen Modellen. Im echten Leben ist natürlich so, dass alle Energie auf der Erde von der Sonne, fast alles, außer die Erdwärme, kommt, und auch aus diesem Grund eine ungefähr konstante oder zumindest Temperatur im Rahmen, die das Leben möglich macht, verfügbar. Ich habe eine Frage zu eigentlich zu deinem letzten Vergleich, nämlich inwiefern man dieses, jetzt die Entropie eigentlich da anwenden kann auf die Produktionsverhältnisse in unseren Gesellschaften. Denn wir hatten ja bereits mehrfach den Fall historisch,
wo Zivilisationen zusammengebrochen sind und wo es Rückschritte gab, auch in der Technologie, die zum Teil hunderte Jahre gedauert haben. Ne? Also wenn wir an das Römische Reich denken oder auch wenn wir dann zum Beispiel noch, es gibt ja diese berühmte These im Jahr 1177 vor Christus und so weiter, Zusammenbruch der Zivilisation im östlichen Mittelmeer und so. Also sowas gab es ja immer wieder mal. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe das ja auch ähnlich vorher schon einmal gehabt mit den Dinosauriern. Ich habe kurz erwähnt, möglichst viel Energie umsetzen, möglichst komplex sein als Organismus. Komplexität kommt irgendwo auch von der Körpergröße und die Dinosaurier haben das wahrscheinlich als bestes Beispiel gezeigt. Die waren die größten Lebewesen, die auf der Erde marschiert sind. Und auch die gibt es nicht mehr. Und da sind wir eben genau bei dem Punkt, auch wie das Feuer, natürlich ein jeder Organismus auch von anderen Gesetzen beherrscht wird, wie nur von den Gesetzen der Thermodynamik. Natürlich langfristig gewinnt die Thermodynamik, das ist keine Frage. Aber kurzfristig kann es eben auch Bewegungen in eine andere Richtung geben, eben wie der Fall des Römischen Reichs eigentlich ein Rückschritt in der Gesellschaft war, kurzfristig aber nur, weil langfristig sich genau eben aus diesen Umständen, die durch den Fall des Römischen Reichs entstanden sind, dann eine neuere, im Endeffekt höhere Gesellschaftsformation entstanden ist. Und natürlich ist das genauso, wie man nur auf dem Feld stehen nicht erkennen kann, dass die Erde eine Kugel ist. Genauso kann man es nur mit Perspektive der Geschichte begrenzt auf ein paar hundert Jahre auch vielleicht nicht so einfach feststellen, was die langfristigen Trends sind. Vielleicht auch nochmal zu erwähnen, dass die Formel ist, hat ja mehrere Faktoren und verschiedene Produktionsweisen haben vielleicht dann in dieser Analogie mit den Lebewesen zu sprechen, eine andere Strategie einfach, um diese Maximierung in dem Fall des Mehrproduktes irgendwie zu gewährleisten. Ja, genau, das kann man ruhig so sagen. Meine, natürlich sind die Gesetze, an die die Erzeugung des Mehrprodukts gebunden sind, wieder noch viel diverser und viel komplexere Zusammenhänge, wie jetzt nur bei Entstehung von simplen Leben aus einfachen Elementen. Und deshalb sind auch eben, wenn wir jetzt über die verschiedenen Strategien, die wir geredet haben, um maximal viel Entropie zu erzeugen, auch divers. Also wie gesagt, das ist eine sehr starke Abstraktion und aus dieser Abstraktion heraus wieder auf konkrete Beispiele in der echten Welt zu kommen, das ist schon eine eigene wissenschaftliche Arbeit an sich. Also da weiß ich nicht, ob da irgendwer schon mal versucht hat, an diesem Punkt anzusetzen, aber das ist natürlich eine Arbeit, die ein ganzes Leben eigentlich beansprucht, um da auf weitere Erkenntnisse zu kommen. Also das heute, das war ein Versuch, irgendwie das Ganze als Abstraktum darzustellen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir da wirklich, wenn wir uns irgendwie den Zustand heutzutage anschauen, auf konkrete Sachen kommen können, wie die Zukunft beeinflusst wird von den Gesetzen der Thermodynamik. Eben halt in abstrakter Form, klar, die Produktivkräfte müssen weiterentwickelt werden, aber wie das genau ausschaut, gibt die Formel nicht vor. Das ist vielleicht auch eine wichtige Erkenntnis, also wie die Zukunft dann ausschaut, wie genau die Gesellschaftsformation ausschaut. Also man erinnere sich vielleicht an das Zitat Sozialismus oder Barbarei, auch in einer Gesellschaftsformation, die vielleicht nicht die ist, wie sich Marx vorgestellt hat, wäre es durchaus vorstellbar, dass ein höherer Umsatz von Energie möglich wäre. Also die Formel ist nicht zwangsweise nur durch den Sozialismus zu erfüllen. Das ist ja auch immer mit, Sozialismus wird irgendwann schon von alleine entstehen, da brauchen wir nicht dafür kämpfen. Kommt nicht aus der Thermodynamik heraus. Das ist nicht das, was die Formel behauptet. Es ist schon Entwicklung, aber in welche Richtung die genau gehen wird, nicht vorgegeben.
So, wir haben da eine Frage. Ich würde die einfach mal vorlesen. Wenn wir diese Logik auf die historische Entwicklung, auf die Produktionsverhältnisse anwenden, wie am Schluss das getan wurde, dann steigt doch auch das Gewalt- bzw. Zerstörungspotenzial als die Negation des Fortschrittes. Welche Rolle spielt dann eben auch die technische Entwicklung der Medien und somit die Kultur des menschengemachten Faktors? Ich glaube, die Frage übersteigt ein bisschen meine eigene Qualifikation, besonders wenn es um Kultur geht. Also ich würde noch sagen, eben die technische Entwicklung natürlich in der Hinschritt eigentlich wertneutral, irgendwie notwendig, um also die Produktivkräfte weiterzuentwickeln. Aber wenn wir da jetzt reden über Zerstörung und Gewalt, also technische Entwicklung, recht bekannt natürlich, so die Nuklearwaffen, die zu dem Zeitpunkt, wo die zum ersten Mal eingesetzt wurden, sind ja auch das Ende der Zivilisation schon herbeigerufen wurde durch diesen neuen Zugang zu unheimlichen Gewalten, Zerstörungspotenzial auf so kleinem Raum. Also natürlich ist das ein Faktor, also das geht natürlich Hand in Hand, wie du schon gesagt hast, Negation irgendwie, das ist schon wieder ein Paar von Gegenstücken, die sich gegenseitig antreibt, aber langfristig, ich meine, die Frage, wie wir es beim Feuer gehabt haben, die gilt natürlich auch für den Menschen. Wenn du jetzt meinst, wir haben mit der technischen Entwicklung irgendwann den Punkt erreicht, wo das Zerstörungspotenzial größer ist, wie das des neu zu entstehenden, dann haben wir natürlich auch den Punkt erreicht von dem Feuer, von der Flamme, die irgendwann ausbrennt, weil sie schneller ihren eigenen Treibstoff aufbraucht, wie dass diese neue erzeugt werden kann, im Endeffekt. Das sind die gleichen Gesetze. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber sonst vielleicht noch einmal konkreter stellen. Sonst, wenn sich wer per Mikro melden will, während gerade geschrieben wird, können wir zwischendurch eine andere Frage noch machen, wenn es noch eine gibt. Ich hätte noch eine, beziehungsweise eine Nachfrage eher, war ja doch ein relativ langer Vortrag und darum vielleicht nochmal, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz zur Wiederholung, einfach mal kurz so in ein, zwei Sätzen einfach sagen, was ist Entropie? Einfach mal zur Wiederholung noch kurz. Genau. Also am besten erklären tut es vielleicht eh, haben wir die, kann ich vielleicht zurücktun? Ja, ich habe es eh schon angekündigt, also die Entropie natürlich immer wieder ein Problem mit dem Begriff, weil er so zentral ist und gleichzeitig so schwierig zu verstehen. Entropie ist im Wesentlichen Information, ja, ist Information, aber es ist Information, zu der wir keinen Zugang mehr haben. Man stelle sich vor, am Anfang dieses Experiments sind sogar die Teilchen nicht gleich verteilt in dem Raum, sondern sie sitzen alle oben in einem Eck. Ich habe alle Teilchen genau im Auge, ich weiß, wo jedes Teilchen ist, ich kann sie genau identifizieren. Und habe somit eben nur einen Zustand, der genau diesen erfüllt. Also nur wenn alle Teilchen oben im Eck sind, ist dieser eine Zustand erfüllt. Wenn ich die Teilchen jetzt aber freilasse, sie frei, bewegen sich frei, stoßen sich voneinander ab und erzeugen irgendwann diesen ausgeglichenen Zustand, wo sie ungefähr gleich verteilt sind. Also der Druck sozusagen überall gleich ist im makroskopischen Zustand. Und in diesem Punkt habe ich mehrere Möglichkeiten, wie ich die Teilchen anordnen kann, sodass das Endresultat das gleiche ist. Ich habe also viele Mikrozustände, die den gleichen Makrozustand als Resultat haben. Und diese, wenn wir zurück zu den Würfeln gehen, hier habe ich gesagt, es gibt 720 verschiedene Würfe, die im Endeffekt das gleiche Ergebnis erzielen, nämlich dieses hier. Das kann man sagen, vergleichen mit, die Teilchen sind frei aufgeteilt im Raum. Es ist an jeder Zahl ist ein Würfel. Und hier haben wir alle in einem Eck sozusagen, alle Würfel sind das gleiche.
Hier habe ich alles, die maximale Information, die ich haben kann, besitze ich noch. Aber hier sieht es für mich so aus, als wären 720 verschiedene Zustände komplett identisch zueinander. Und ich kann, wenn ich jetzt die Würfel in einen Becher tue und sie alle gleichzeitig werfe, nicht mehr unterscheiden, was ist der eine Würfel und was ist der andere. Und somit gibt es verschiedene Zustände, die alle auf das Gleiche hinausführen. Und dieser Mangel an Informationen, die vorher schon zur Verfügung war, die sozusagen aufgegangen ist in Wärme, ist Entropie. Und wenn wir uns Entropie ansehen, wie sie in der Natur entsteht, zum Beispiel haben wir einen Becher mit warmem Wasser und einen Becher mit kaltem Wasser, dann entsteht daraus, dass wir die beiden Temperaturen zusammenmischen, Entropie, weil vorher irgendwie die Teilchen gleich unterschiedliche Temperaturen gehabt haben. Ich kann, wenn ich mir ein Teilchen ansehe, irgendwie sagen, das ist ein kaltes Teilchen oder ein warmes Teilchen. Funktioniert in echt natürlich nicht, aber jetzt irgendwie als Abstraktion. Und wenn sie sich dann vermischen, tauschen sie ihre Temperaturen miteinander aus und später kann ich nicht mehr sagen, welches Teilchen am Anfang das warme und welche das kalte war. Und deshalb ist die Entropie in dem System gestiegen. Und dies passiert in der Natur die ganze Zeit. Es wird ständig eine Bewegung vom Warmen hin zum Kalten. Warm und Kalt vermischt sich und es wird einfach so die durchschnittliche Wärme dann abgegeben, wird unbrauchbar. In der Thermodynamik, in der klassischen Thermodynamik, also zweiter Hauptsatz der Thermodynamik, die sich ja eigentlich nur mit Wärmekraftmaschinen und so beschäftigt hat. Und auch wenn man heutzutage als Ingenieur oder als Ingenieurin auf der Uni irgendwas von Thermodynamik hört, dann eigentlich auch immer nur im Zusammenhang mit Wärmekraftmaschinen, mit Kreisprozessen, also so Kraftwerkstechnik in die Richtung. Da interessiert einem Entropie genau das, deswegen, weil das eigentlich, also das will man vermeiden, weil das ist eigentlich dann Wärme, mit der man nichts mehr anfangen kann. Die wird ausgestoßen und, also zum Beispiel, klassisches Beispiel ist irgendwie das Atomkraftwerk mit dem riesigen Kühlturm. Da erzeugt man natürlich auch heißes Wasser, das dann im Verdampfungsprozess einen Generator antreibt und Elektrizität erzeugt. Aber man hat auch einen Kühlkreislauf, in dem man lauwarmes Wasser erzeugt. So Wasser, was schon warm ist, aber nicht genug, um weiter Elektrizität zu erzeugen. Und deshalb wird dieses warme Wasser dann in dem Kühlturm, also die kennt man vielleicht, wenn man jetzt das Bild von einem Kernkraftwerk im Kopf hat, dann ist es eigentlich immer nur der Kühlturm, den man im Kopf hat. Die riesigen Rauchschwaden, die da aufsteigen, es ist Wasserdampf. Und das ist natürlich dann Energie, die im Wesentlichen verloren geht, weil sie an die Umgebung abgegeben wird. Und das ist sofort Entropie, die erzeugt wird. Natürlich die Energie, die in Form von Elektrizität abgegeben wird, wird auch irgendwann zu Entropie, wenn sie irgendwann dann in einem Haushalt ankommt und dort Wasser erwärmt, auch wieder Wärme, das warme Wasser dann auch, die Wärme des warmen Wassers auch irgendwann an die Umgebung abgegeben wird, auch wieder Entropie, aber jetzt im Rennen in dem Zusammenhang des Kraftwerks haben wir da Energie, die sofort verloren geht zur Energiegewinnung, eben weil sie zu lauwarm ist, also Energieerzeugung ist ja immer durch einen Energiegradienten, also eine Differenz zwischen einem Energieniveau und einem anderen. Und wenn wir jetzt, wie gesagt, am Ende des Universums alles auf gleicher Temperatur haben, dann gibt es eben keinen Gradienten mehr. Und deshalb können wir eigentlich keine Energie mehr erzeugen. Man braucht immer irgendwas, was wärmer ist wie was anderes, um die Wärme übergehen zu lassen und somit Arbeit zu erzeugen. Als physikalische Einheit. Ich hoffe, das war noch einmal okay zusammengefasst. Aber ja, also ich persönlich, ich habe sehr lange gebraucht, um mit Entropie irgendwas anfangen zu können. Noch dazu, weil es ja auch in so verschiedenen Kontexten vorkommt. Also eben einmal, wenn man es lernt, zum Beispiel in der HTL im Zusammenhang mit Wärmekraftmaschinen, dann ist es noch eigentlich was relativ Einfaches, aber sobald man sich dann irgendwie weiter damit beschäftigt, sind da noch höhere Implikationen drinnen, die man am Anfang noch nicht verstanden hat. Und wenn man dann noch einmal hört, dass es in der Informationstheorie wieder Entropie gibt, dann muss man sich das Ganze noch einmal neu durch den Kopf gehen lassen.
Okay, also wir haben da noch einen Kommentar zu der Frage vorher. Nein, so nicht, wollte eben nur nochmal auch die Offenheit in den Umschlag klar machen. Ja, also dass eben durch Weiterentwicklung, also technische Entwicklung, wie du gesagt hast, dass eben auch dieses Gewalt- und Zerstörungspotenzial mitwächst, sozusagen. Was irgendwie klar ist, wenn wir jetzt über die Formel sprechen mit Generation und Degeneration, dann ist das natürlich immer verhältnismäßig. Also umso energiereicher die Generation eines neuen Replikators wird, umso mehr Wärme wird natürlich dann auch abgegeben, wenn sich dieser wieder auflöst. Also die Energien steigen auf beiden Seiten. Und wenn wir heutzutage schon von Energieumsatz reden, der im Petawatt-Bereich ist, dann sind natürlich die Energien, die wir zur Zerstörung unserer eigenen Zivilisation zur Verfügung haben, auch in ähnlichem Maße verfügbar. Ah, ich wollte noch die anderen PDFs hineintun. Wir haben da von Claude Shannon die Geburtsstunde der Informationstheorie. Und dann habe ich noch den ganzen Vortrag von Paul Cockshott auch noch als PDF. Das tue ich jetzt auch noch rein für die, die interessiert sind. Bleibt die Diskussion offen, auch nach dem Vortrag? Oder sollen wir das vielleicht woanders noch einmal zur Verfügung stellen? Wir können das ruhig hier lassen, und ich werde es dann beim YouTube-Vortrag in den Kommentaren auch nochmal verlinken. Okay, das ist okay. Gibt es weitere Fragen? Falls es keine Fragen gibt, dann würde ich hier schließen. Vielen Dank an dich, Janik, für diesen sehr, sehr interessanten, teilweise sehr komplexen, aber immer sehr interessanten Vortrag. Ich glaube, ich werde mir den noch einmal anhören müssen. Und ja, an euch vielen Dank fürs Zuhören, für die Diskussion. Wie gesagt, der Vortrag wird entweder jetzt noch dieses Wochenende oder spätestens Anfang nächster Woche auf unserem YouTube-Kanal hochgeladen. Falls es irgendwelche Fragen gibt, können die dann auch gerne nochmal auf YouTube gepostet werden. Ich bin mir sicher, der Janik wird auch da nochmal vielleicht kurz antworten können. Vielleicht nicht ganz so schnell, aber. Sonst einfach auf Discord kann man mich auch jederzeit anschreiben. Ich bin nicht so Genau. einer, der Discord immer offen hat, aber mindestens so ein paar Mal in der Woche sehe ich schon und dann kann ich da auch noch auf Fragen antworten. Es war dann noch kurz Bewegung im Chat. Nein, nur Dankeschön. Okay. Na gut, wie gesagt, ich schließe damit hier. Wünsche euch noch einen schönen Freitagabend. Vielleicht geht's noch fort, vielleicht geht's schlafen. Und ja, wir werden schauen, ob wir einen weiteren Vortrag im Herbst noch machen werden. Wir werden in Wien und in Graz einen Vortrag über den österreichischen Marxisten und Naturwissenschaftler Walter Hollitscher veranstalten. Wir werden auch diesen aufnehmen und auf YouTube hochstellen. Ob es einen Livestream geben wird, das müssen wir noch technisch eruieren, aber zumindest einen Audiomitschnitt davon wird es geben. Gut, dann noch einen schönen Freitagabend und bis zum nächsten Mal. Ciao.